So, bald ist es soweit. Der erste Online-Kurs geht am 8. April um 19.30 Uhr auf Sendung. Ich freue mich riesig auf den ersten Kurs, den wir schon so lange geplant haben. Und wir sind jetzt schon jeden Tag an Überlegen, wie machen wir das, dass wir es ordentlich gut umsetzen, dass wir euch auch da wirklich einen Nutzen durchbringen und dass ihr Ostern ein tolles Gericht kochen könnt. Der Kurs wird bei Facebook live wieder gesendet werden, das ist schon mal klar. Und ihr könnt euch auch jetzt schon anmelden über fixvonfrese.de. Den Link setze ich nachher unter dem Video. Dann sind wir oft gefragt worden, warum nehmt ihr denn Geld für einen Online-Kurs, das muss doch umsonst gehen. Nein, haben wir gesagt, wir nehmen dann nur 9,90 Euro für den Kurs. Wir sind schon von 15 Euro zurückgegangen auf 9,90 Euro, weil wir einfach denken, dass wir die örtliche Gastronomie unterstützen müssen. Oder wäre wünschenswert, so muss ich dazu sagen, weil wir müssen unsere Mitarbeiter bezahlen, auf die wir super, super stolz sind. Wir müssen die Miete zahlen, wir müssen alle anderen Kosten zahlen. Und ich denke, dass wir mit 9,90 Euro nicht zu viel genommen haben, um euch ein tolles Osterfest zu bereiten, damit ihr alles nachkochen könnt. Die Rezepte bekommt ihr natürlich auch zum Kurs, ganz klar. Die werden nach der Sendung werden die online gestellt und die könnt ihr auch kommen. Ja, also es wird eine spannende Sendung werden, das weiß ich jetzt schon, kann ich jetzt schon versprechen. Weil so ein Online-Kurs hat einen riesen Vorteil. Wir haben viel mehr Platz in der Küche. Wir können euch alle, also überall können wir euch lassen und meldet euch einfach an. Fixvonfrese.de, unter Termine steht das. Ja, das wäre einfach klasse. Unterstützt werde ich natürlich auch. Einmal von meiner Frau natürlich in der Küche, ganz klar. Und die Technik wird Sebastian Heun übernehmen. Und das Ganze drumherum macht Hans-Hermann Dettmer, der auch mit dabei ist. Ja, also es wird eine runde, schöne Sache. Ich freue mich auf euch, meldet euch an und dann wird das garantiert ein lustiger, spannender, leckerer Abend. Nachteil ist nur, dass ihr nicht probieren könnt, ihr müsst selber nachkochen, aber wir werden uns nachher alles schön zu Gemüte führen. Also, ich zähle auf euch, macht einfach mit, sagt, wir sind dabei und dann sehen wir uns. Dankeschön!